ist oben. Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Geht rein. Achtet auf Ecken und Eingänge. Hier muss es Sandoval erwischt haben. Bowman meint, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Er hat sicher darauf gewartet, dass wir kommen, und wir sind verdammt spät. Ist noch früh genug. Okay. Carino, wer warst du, bevor du mich getroffen hast? Mamacita, ich war niemand, ein Nichts. Ich konnte mir ein solches Leben nicht einmal vorstellen. Eine so erfüllte Liebe, wie du sie mir jeden Tag schenkst. Ach, Gordo, so geht's mir auch. Ich war nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Bild, völlig verschwommen, bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Te amo. Gerade eben, als ich diesem Mann die Hände brach, stellte ich mir vor, er hätte versucht, dich zu berühren. Amor, du bist so eifersüchtig. Und jeder Finger, den ich brach, war eine Bestrafung der Sünden, die diese Hände gegen dich begangen hätten. Gordo, gleich muss ich weinen. Ich muss etwas gestehen. Du weißt, du kannst mir alles sagen. Wirklich alles. Vorhin, als du ihm Wasser eingeflößt hast und ich ihm mit dem Viehtreiber Elektroschocks gegeben habe. Aber, Mirena, das war wie aus dem Lehrbuch. Halt den Mund! Als dieser Mann sich eingeschissen hat, wegen all der Schmerzen, die wir ihm zugefügt haben, all dem Leid, fast schon Christus gleich. Er lag da und wimmerte. Ich hatte fast Mitleid mit ihm. Ich wollte mich um ihn kümmern, meine Arme um ihn legen und seine Tränen wegwischen. Julie, sieh mich an. Was versuchst du mir zu sagen? Amor, ich will ein Kind von dir. Granate fliegt. Ziel eliminiert. Such dir Deckung. Los! So lange gedauert. Gegner am Boden. Da rückt Verstärkung für die an. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt?
Ich wette, die glauben, wir sind abgehauen. Das Lager beruhigt sich. Die glauben, wir sind weg. Come on.